So, da sind wir bei Alone in the Dark, The New Nightmare, weiter geht's. Wir stehen hier im Gang rum und wir hatten beim letzten Mal die schwierige Aufgabe, uns zu entscheiden. Tor 1, Tor 2 oder Tor Nummer 3. Ich habe mich immer noch nicht so wirklich entschieden. Lass uns einfach das nehmen, vor dem wir stehen. Tor Nummer 3. Gucken, ob das die richtige Wahl war. Wir haben beim letzten Mal auch noch den Wächter der Insel Edenshaw getroffen. Gruseliger alter Mann, der irgendwo hier durch die Gänge rennt. Dem möchte ich nicht unbedingt nochmal begegnen. Oh, holy shit. Der ist nicht der Einzige, der hier durch die Gänge rennt. Ich hab den Bauch offen, Zombies sind by the way auch da. Mit was beißt du eigentlich? Mit deinem Magen oder mit deinem Kopf? Ich würde es, glaube ich, gar nicht wissen. Ich geh mal hier rein. Zum Glück sind sie ein bisschen dümmlich. Lassen sich auch relativ leicht umgehen, so wie die Zombies in Resident Evil zum Beispiel auch. Also, trotzdem natürlich gefährlich in so engen Gängen, wenn sie nach einem greifen. Das ist doch nicht so cool. Deswegen immer schön gucken, dass man außer Reichweite von ihren langen Fingerchen bleibt. Das ist eine furchtbare Maske. Warte mal, da ist ein Lichtschalter. Lass einfach mal das Licht anmachen, wie wär's damit? Bevor ich jetzt mit der Taschenlampe rumrenne. Wenn es einen Lichtschalter gibt, dann sollte ich ihn auch benutzen. Es kann nur was Gutes heißen, wenn ich mehr sehe. Ein Kinderfoto von Obed Morton vor einem monumentalen Steintor. Monumentales Steintor haben wir doch schon mal gehört. In der Kiste irgendwas Hübsches drin für uns? Munition oder so zum Beispiel? Oh, Science! Professor Mortons Vortrag stieß bei den anwesenden Experten auf heftige Reaktionen. Obed Morton, ein weltbekannter Experte auf dem Gebiet der indianischen Geschichte, hat sich jahrelang mit der Untersuchung des Stammes der Apkanes beschäftigt, von dem es keine lebenden Angehörigen mehr gibt. Bislang hat Professor Morton seine Forschungsarbeit streng geheim gehalten. Wir wissen lediglich, dass er erhebliche finanzielle Unterstützung vom Institut für Ethnologie in Boston erhalten hat und durch seinen Anteil am legendären Familienbesitz der Mortons über weitere Mittel verfügt. Sein Forschungsaufwand ist bemerkenswert und es kann hier nicht näher auf seine Thesen und die von ihm dafür erbrachten Beweise eingegangen werden. Die Hauptthese des prominenten Ethnolinguisten besagt, dass der Apkanisch-Stamm um etwa 12.000 vor Christus ein komplettes Schriftsystem entwickelte, das auf der Kombination bedeutungstragender Symbole basierte. Diese erstaunliche These stellt nicht nur unsere bisherigen Annahmen zur indianischen Kultur, sondern auch unser gesamtes Wissen über den Ursprung von Schrift und Sprache in Frage. Mehrere bei dieser historischen Konferenz anwesende Experten ergreifen sofort die Gelegenheit, die Theorien des Professors anzufechten. Uns bleibt eigentlich nur zu sagen, dass ein solches Projekt unmöglich von einem einzigen Mann durchgeführt werden kann, auch wenn Professor Morton dies immer wieder behauptet. Vielleicht ist er einfach ein bisschen awesomer als er. Schon mal darüber nachgedacht? Nicht alle sind so luschen wie er. Das war ein schwer zu lesender Text. Ja, war ein bisschen... Was waren das eigentlich für Sätze? Okay. Okay, gut. Ach schön, nehmt den ganzen Schrank mit. Ne, dieser Schrank ist leer. Wir haben leider keine geräumigen Ikea-Hosen an, so wie es aussieht. Wir können den Schrank nicht einfach so einpacken. Aber das Paddel vielleicht. Nein? So ein Zombie-Paddeln hätte ich schon Bock drauf. Guck's euch blöd an. Da ist ein Paddel. Versuch mich zu greifen. Das ist auf jeden Fall auch ein Paddel. Oh, sie nehmen die Flasche. Mit den Initialen von Obed Morton drauf. Und wenn er am Grunzen ist, ist definitiv auch ein Paddel. Ist ganz klar. Ich näher mich unserem Ziel. Evni Dar Akam El Drosti. Ja, meine Rede. Alan ist so ungeduldig, seine Leidenschaft, sein Wahn. Ota Dentiren Ol Bagdan. Das klingt echt nicht freundlich irgendwie. Die Klarheit muss manchmal in der Dunkelheit leben, aus der Dunkelheit kann Licht entspringen. Hintor Votenga El Driu. Anscheinend muss das Ritual zu einem bestimmten Zeitpunkt vollzogen werden. Erben, Wächter, Rituale, Tor, Gefahr. Der Reichtum dieser Sprache verblüfft mich immer wieder aufs Neue. Ich habe Mitleid mit den Narren, die sich über mich lustig machen. Woher kommen diese Abschriften von Großvater Jeremy? Wo fand er die Inschriften? Warum hat er mich nie in sein Vertrauen gezogen? Alan hat sich eine unglaubliche Theorie einfallen lassen. Ich muss herausfinden, ob sie stimmt. Wasser aus einer tiefen Quelle belebt den Menschen wieder, der glaubt, er sei tot. Alan hatte mal wieder recht. Er wird mir immer überlegen sein. Während der Text Gestalt annimmt, wird seine Aussage immer furchteinflößender. Noch nie schien jenseits dieser Schwelle die Sonne. Und keiner, der die andere Seite betrat, kehrte je zurück. Der Mensch schuf dieses Tor aus Feuerstein, damit die Schatten ewig im Dunkeln der Nacht leben würden. Er versiegelte dieses Tor mit seinem Blut, wie es die Götter ihm befahlen. Der Mensch hat die Schatten nicht unterworfen. Das Tor bringt keinen Sieg, es band lediglich den Fluss der Schatten. Verflucht sei, wer es wieder öffnet.
Mein Gott, was tun wir bloß? Der letzte Schamane wird die Welt der Finsternis zerstören. Möge die Menschheit uns verzeihen. What? Was auch immer ihr geraucht hat, ich hätte auch gern was davon. Vielleicht verstehe ich ja dann ein bisschen was von dem Geblubber, das ihr da gerade aufgeschrieben habt. Holy shit, noch mehr Text. Der Abkhanis-Indianer, das Bindeglied zwischen zwei Menschheiten. Dieses Buch ist das Ergebnis einer Forschungsarbeit, die ich vor über 20 Jahren begann. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass die hier dargestellten Theorien, Ideen und Fakten bereits auf heftige Ablehnung gestoßen sind. Nicht nur seitens meiner Kollegen, sondern auch seitens einer Reihe von Anthropologen und Ethnologen, die sich am Rande ihrer Forschung mit meinem Thema befassen. Doch die Geschichte wird mir recht geben. Diese Überzeugung gibt mir die Kraft, dem gefährlichen Weg, den ich zu gehen gewählt habe, weiterzuverfolgen. Meine Leidenschaft für die Kultur, die Sprache und die Zivilisation der Abkhani nahm in sehr jungem Alter ihren Anfang. Ich verdanke diese Leidenschaft zwei Menschen. Zunächst meinem Großvater Jeremy Morton, dem Physiker, Mathematiker, Astronom, Philosophen und Magier. Natürlich war er Magier und natürlich ein verkanntes Genie. Möge ihm die Menschheit eines Tages den Respekt erweisen, der ihm gebührt. Dann war da noch Joseph Edenshaw, der ab 1920 im Dienst meines Großvaters stand. Er mag zwar mein Hauslehrer gewesen sein, aber für mich war er immer wie ein Vater. Er mag mein Meister gewesen sein, aber war auch stets ein treuer Diener. Soweit ich weiß, ist er der letzte lebende Angehörige der großen Abkhani-Zivilisation. Oh, holy shit. Ihnen beiden bin ich zutiefst dankbar. Möge Hekatonchires sie beide in seinem süßen Licht an... Ja. Hekatonchires, hast du es gehört? Wir brauchen viel mehr von deinem sweet, sweet light. Ein ganzer Haufen davon, bring einen Sack mit. Meine Kritiker haben mir oft vorgeworfen, dass ich Theorien, aus denen sich meine Überzeugung ableitet, auf der Grundlage weniger fragmentarischer und unverlässlicher Quellen errichtet habe. Es ist durchaus richtig, dass ich meinen Kritikern bisher nur wenige echte Beweise liefern konnte. Drei mit Inschriften versehene Steine und mehrere Dutzend Fotos von Inschriften, die an den Wänden der Grotten einer Insel vor der Küste Bostons gefunden wurden. Kann man Sätze noch länger ziehen? Holy shit. Champollion hat die Welt jedoch mit nichts weiter von seinen Ansichten überzeugt als dem Stein von Rosette. Der Stein von Rosette. Meine Beweise ermöglichen mir die Feststellung der Tatsache, dass vor 15.000 Jahren eine noch entwickelte Abkhani-Zivilisation mit einer komplexen Schrift im Nordosten der heutigen USA auftauchte. Okay, Leute, es sind auch ein paar viele Seiten. Ich lasse es jetzt einfach mal langsam weiterlaufen. Abkhani heißt Wächter, überfliege es und lese so das Wichtigste vor. Ihr könnt es euch in Ruhe nochmal durchlesen, ansonsten verbringen wir die komplette Folge mit einer Lesestunde. By the way, waren Abkhanis Höhlenbewohner. Habt ihr das schon gewusst? Ha, öfter mal was Neues. Ihre erklärten Feinde waren Dämonen der Hölle, die sie auch Drakaani oder Kreaturen der Finsternis nannten. Wieder was gelernt. Okay, die haben viel zu erzählen, die Leute, die hier gelebt haben. Ich meine, die haben wahrscheinlich nichts anderes zu tun gehabt. Und einen Haufen Papier. Das ist eine gefährliche Kombination. Gibt's hier was für mich? Was ist das? Oh ja, noch mehr zu lesen, wer hätte das gedacht. Shadow Island, den 12. April 1905. Ich, Richard Morton, der Unterzeichner, erkläre im Vollbesitz meiner körperlichen und geistigen Kräfte dieses Dokument zu meinem Testament. Möge kein anderer sein... Was? Kein anderes seinen Platz einnehmen. Archibald, mein Sohn, die Aufgabe, der ich mich vor vielen langen Jahren annahm, ist noch nicht erfüllt. Von dir und deinen Nachkommen erwarte ich, dass ihr euch vorbehaltlos um ihre Erfüllung bemüht. Zu diesem Zwecke vermache ich dir meine gesamte Habe, mein Anwesen und alles, was sich darauf befindet. Lass dich von De Certo leiten. Er wird dir sagen, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Archibald, oft habe ich deine jungen Augen vor Zweifeln getrübt gesehen. Manchmal verrät dein Blick deine innere Missbildung. Missbilligung. Deine innere Missbildung ist furchtbar. Geh mir aus den Augen. Es ist wahr, ich habe Menschenleben geopfert, doch was lässt sich ohne Opfer erreichen? Es ist wahr, ich habe gegen fast jedes biblische Gebot verstoßen, doch ist nicht die Ethik stets das erste Opfer des Fortschritts? Welchen Wert haben ein paar unglückliche Leben im Vergleich zu den Entdeckungen und der unerhörten Fortschritten, die ich gemacht habe? Archibald, ich weiß, du bist kein Feigling. Mit der Hilfe De Certos wirst du es weit bringen. Viel weiter, als ich es jemals tat. Du wirst es sein, der in das Unbekannte vordringt. Du wirst den Grundstein einer neuen Menschheit legen. Ich weiß, dass der Name Morden durch uns mit der Leuchtkraft von 1000 Sternen die Geschichte der Menschheit erhellen wird. Meine Kritiker werden zum Gespött kommender Generationen werden. Dank dir und dem Vertrauen, das ich in De Certo habe, wird unser Schicksal erfüllt werden. Und so verlasse ich diese Welt in Frieden.
Meine Bibliothek ist mein Lebenswerk. Ich wollte sie in einem Sechseck errichten, in der vollendeten Form sechs gleichschenklicher Dreiecke, die das Universum symbolisieren. Es ist ein Hort menschlichen Wissens und 10 Jahrhunderten wertlos bis aufs letzte Wort. Okay. 10 Jahrhunderte nichtssagender Abhandlung, 10 finstere Jahrhunderte des Unwissens und eitler, dummer Überlegungen, die uns jeden Tag daran erinnern, wie widerlich und kleinkariger der menschliche Geist ist. 10 Jahrhunderte und kein Wort von der Welt der Finsternis. Ich verstehe jetzt, dass die Menschheit ihr Schicksal verpasst hat. 4 Werke jedoch sind erhaltenswert. 4 Werke erhalten den wahren Schlüssel. Ich habe ein Symbol entdeckt, das die Welt der Finsternis und die des Lichts im Gleichgewicht darstellt. Jetzt wird es interessant, so langsam. Die eine um die andere geschlungen. Sie können nur gemeinsam existieren, 2 Dreiecke sich gegenüberstellend. Das eine hell, das andere dunkel. Ich habe die 4 Bücher vertikal in der Bibliothek angeordnet, um damit das Symbol darzustellen. Das Symbol erstreckt sich demnach über die gesamte Bibliothek. Das erste nimmt den höchsten Platz ein, das zweite liegt ihm gegenüber. Licht, Finsternis, Finsternis, Licht. Oh, okay, war wichtig, dass wir das gelesen haben. Okay, also müssen wir im Prinzip das erste. Sehr gut, okay. Puh, gut, dass ich durchgehalten habe. Ich muss nur jetzt mal ganz kurz einen Schluck trinken. Okay, das war viel zu erzählen. Wenigstens eine hilfreiche Sache noch. Wir nehmen ein Brecheisen. Was ist das denn? Ein mit Wasser gefülltes Becken. Ich habe noch eine Flasche dabei. Wer weiß, Wasser kann man ja auch mal brauchen. Archibald Mortons Flasche. Ah, es ist Archibald Mortons Flasche. Okay, benutzen, ja genau. Ja, damit. Sie füllen die Flasche. Gut, das hat schon mal funktioniert. Muss ich mal ganz kurz gucken jetzt hier. Warum habe ich eigentlich eine Waffe, die nicht geladen ist? Was für einen Sinn macht das, wenn ich hier mit einer ungeladenen Waffe rumrenne? Ich will gucken, dass ich um den Typ da draußen rumrenne. Da habe ich jetzt nicht so Lust, dass ich dem jetzt auch noch meine komplette Munition reinballer. So, ich muss nur schauen, wo er steht und ob ich jetzt wirklich die Möglichkeit habe, drumherum zu rennen. Wobei eigentlich, ja, die Frage ist, wohin renne ich? Renne ich jetzt gleich? Okay, ich renne erstmal in die Richtung. Da ist auch noch eine Tür. Ja, die natürlich abgeschlossen ist. Was ist das da oben? Okay, jetzt wird's interessant. Komm schon, komm schon. Come at me, Bro. Bisschen weiter links, bisschen weiter links. Yes, das ist awesome. Oh, what? Warum bist du denn wieder da? Warte mal, was? Das war uncool. Ihr habt euch doch abgesprochen. Ihr fiesen Penner. Hab ich es nur geträumt, dass ich den Typen erschossen habe. Okay. Das war wahrscheinlich die Strafe, dass ich die Flasche mitgenommen habe. Mal hier reingehen? Nein. Auch diese Tür ist abgeschlossen. Okay. So, oh, what the... Okay. Random auftauchende Gegner in Bereichen, in denen wir schon waren. Das ist immer schön. Da ist noch einer. Wo kommt der her? Echt jetzt? Ach, der kam von draußen, der da drinnen stand wahrscheinlich. Ach, du heilige Kacke. Da ist noch einer. Das gefällt mir ganz und gar nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Lasst uns hier reingehen. Ich glaube, in dem Gang rechts von uns stand aber gerade keiner mehr. Ich habe zumindest keinen da rumschlürfen sehen. Schlurfen, nicht schlürfen. Aber hier. Oh, okay. Ist gerade beschäftigt, dann... HM. Stand da gerade an der Tür. Okay. Wie hieß der Typ? Morton? Der mit seinem Sweet Sweet Light? Das war wahrscheinlich der da. Oh, das Ammo. Sehr schön. Schachtel mit Phosphorpatronen. Schachtel mit Magnesiumpatronen. Sehr gut. Direkt mal beides bekommen. Und da haben wir doch auch noch was stehen. Was ist das? Die Figur hier? Nein? Oh, okay. Aber das da. Oh, what the... God? Okay. Das ist uncool. Wolfsmaske. Sind wir jetzt in Half-Life oder was? Was bist du denn für ein Zacker? Was für ein ekliges Vieh. Ein Schaukasten mit dem Schiffsmodell und einer Art Maßstab. Eine Art Maßstab, okay. Oh, da fallen noch mehr runter. Wollt ihr mich denn verarschen? Wie viele sind denn hier drinnen von euch?
Ich muss mal ganz kurz meine andere Waffe nehmen. Und ihnen zeigen, dass man nicht einfach auf Kambis Kopf fallen kann. Oh, Fucker! Auch du, mein Sohn. Auch du, mein Sohn. Spüre die Macht der Kugel. Magnesium, by the way. Ja, brennt gut nach. Du wolltest es ja nicht anders. Okay. Ich behalte erstmal eine Wand. Wer weiß. Vielleicht fallen da noch mehr von der Decke, wenn ich mich hier noch ein bisschen umgucke. Oh yeah, Speicheramulett. Ich dachte, irgendwo... Bücher, was für eine gewaltige Menge an Wissen im Dienste des Bösen. Und des Langweiligen. Noch viel schlimmer, was ist das denn? Ich nehme ein Foto. Was ist das denn für ein Foto? Dokumente, Foto. Steht irgendwas drauf? Was ist das denn? Oh, das ist das Schiff. Okay. Ich muss sie... Aha, gut. Gut, es wurde gefunden, aber ich muss die Flasche da draufstellen den Maßstab, wie er es genannt hat. Weiß nicht. Dachte mir erst im Moment, es wäre eine Waage, aber laut ihm ist es irgendeine Art Maßstab. Wahrscheinlich muss es einfach in Balance sein, dass ich was auch immer da rausbekomme. Dann halt mal Gegenstände. Darauf. Sehr schön. Bringt mir was genau? Irgendwas wahrscheinlich an dem Bild. Kann ich da unten jetzt irgendwas rausholen, oder? Wir werden es erfahren, wenn wir davor stehen. Wahrscheinlich können wir da jetzt irgendwas rausholen. Was ist das denn für ein Durchgang? Okay, das ist weird. Keine Ahnung, was der für einen Sinn macht. Okay, lass uns mal wieder rausgehen. Wobei ich dann, glaube ich, doch wieder das Gewehr in die Hand nehme. Ich mir überlege, was da draußen für Typen rumrennen. Die werden ja wahrscheinlich nicht gesagt haben, so, ach, Mittag. Ich glaube, so ein Glück habe ich nicht. Okay, ich bin schon auf Gefahr. Also muss ich wirklich vorsichtig sein, was ich jetzt hier mache. Im Zweifelsfall... Erste-Hilfe-Kasten benutzen. Okay. Das war eigentlich extrem sinnlos. Oh, holy shit. Würde mir ein Headbutt geben, ja? Das ist extrem sinnlos, was ich gerade gemacht habe, da in die Richtung zu schießen. Aber okay. Vielleicht hat es sich ja gelohnt, hierher zu kommen. Oh yeah, da ist ein Erste-Hilfe-Koffer. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn ich jetzt noch irgendwo Ammo finden würde. Die kommen wie gerufen. Was hier drin vielleicht? Nein. Jetzt muss ich nur gucken, dass die... wo sind sie denn, ist die Frage. Vor allem sollte ich nachladen. Ja doch, sieht ganz gut aus. 4 Health Kits. Komm, butt. What the shit? Wo kommen die denn her? Es werden halt immer mehr, Mann. Wie die halt den Geräuschen hinterhergehen. Haben wir noch einen? Jetzt ist aber mal gut, oder? Jetzt sind wir alle wieder glücklich, vertragen uns wieder und reden nie wieder über die Sache. Das einzig Gute ist, dass die Gegner tot bleiben in dem Spiel. Das heißt, der Bereich ist erstmal, was die Gefahr angeht, nicht mehr so das große Problem. Na schön. Dann lasst uns zurückgehen in den Bereich, wo noch Gefahr besteht, meiner Meinung nach. Ich bin mir nicht sicher, ob die... Also einer ist irgendwo hereingewankt wieder mal. Das ist halt die Sache, dass... Okay. Weißt du was, ich will noch ein... Ich wollte doch nur in die Halle. Mann. Die Halle hier. Nur die Halle, mehr nicht. Kein Scheiß. Ich verarsche dich nicht. Mal gucken, was wir da oben an dem Bild kriegen. Ah, hier ist das Licht an. Sehr schön. Gut, dass es auch angeblieben ist. Die Tür war, glaube ich, sowieso abgeschlossen. Von dem her muss ich mich da erstmal nicht drum kümmern.
Säule geht's hier hoch. Ich bin gerade stilvoll komplett einmal drum herum gerannt. Oh ja, das bin ich wirklich. Wie ein... Was ist eigentlich mit dem Ding da? Du stehst ja auch so offensichtlich rum. Eine Marmorbüste. Noch recht neu. Am Sockel der Büste befindet sich ein Mechanismus. Okay. Und da unten ist auch eine Antenne dran, wie es aussieht. Und da soll ich jetzt... Irgendwelche Buchstabenkombinationen rein. Also, ich würde es mal spontan sagen, der zweite Buchstabe ist wahrscheinlich M wegen Morden. Und dann... Keine Ahnung, wen hatten wir denn? Wir hatten Archibald Morden. Nein? Okay. Kein Archibald Morden. Dann hatten wir... HM... HM was? Oh, HM war's. Okay, das, was auf der Tür stand. Ich wäre jetzt auch mal durchgegangen. Die Vornamen, das... Ah, okay. Dann war's schon der zweite. Ist auch in Ordnung. Gut. Das ist sehr gut. Dann können wir da gleich nach oben rennen und schauen, was wir denn unterhalb der beiden Bilder bekommen. Und ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein.